Miau, willkommen zurück bei den Borderlands. Katzen? Ist da auch Butter drauf? Ich habe Arne gesagt, das hätte er den Pizzaboten fragen sollen, als der ankam. Schmeckofatz, Butter mit Pizza mit Butter. Ich habe auch mal so einen Kristallschädel hier gefletscht, ne? Ich bin voll im Coolen. Das wurde mir gar nicht angezeigt. Ja, schade. Vor allem, weil seine Pizza 2 Zentimeter kleiner war als angegeben. Oh, ich hab schon gesagt, er hätte sich beschweren sollen. Die ist zu klein, wie soll ich denn da satt werden? Oh mein Gott. Aber irgendwie, die sah aber nicht so gut aus, finde ich. Ich finde schon. Also irgendwie hat mir da so Sardellen haben mir da gefehlt. Aber die mag der Arne nicht. Sardellen sind aber lecker. Also, ich darf jetzt nicht die Waffen verkaufen, die wir noch brauchen. Das heißt, ich habe gerade mal geguckt, wir brauchen noch eine Feuerwaffe. Hier sind eh wieder nur Cherus gerade. So, und die Explosionswaffe, die behalte ich auch nochmal. Okay. Da, Korrosionsgespenst. Dann hauen wir den mal einen auf die Fresse. So, jetzt hat er Elementar-Dings drüber gekriegt. Und dann hauen wir ihm einen drüber. Aber das war die falsche Gegnergruppe, ne? Ja, ja, das sind hier doch alles nicht die richtigen. Warum wird uns das denn dann angezeigt? Naja, wir finden schon welche. Da ist einer, hier. Der Große. Ja. Mach du das mal, du hast deine Elementarwaffen. Wo sind die Puten? Der Kleine. Hier, Ofa. Hier, der Ofa. Die Ofa müssen wir doch töten. Okay. Hast du nicht zugehört? Ja, doch, doch, doch. Ach, man muss nur draufhauen. Guck mal, die knallen dann alle da so raus. Das ist ja schön. Jason. Okay. Jetzt hat das alles einen Sinn. Für mich. Woo! Aua! Ja, ich habe heute irgendwie eine lange Leitung. Warum kann ich denn hier nicht springen? I don't know. Achtung, ist wieder ein Ufer, haben wir genug von Eis? Ja, dann hauen wir dir mal Elektroschocks auf den Arsch hier. Ich mach mal die anderen platt, die wir nicht für die Quest brauchen. Das ist gut. Hier, schön Elektroschock. So, kriegen wir aus dir noch mehr raus? Hier ein bisschen Säure. Und zack, das auch nicht. Jeder nur ein Ofer. Okay, warte. Okay. 2 haben wir. Bio-Putti. Ach, das war das. Korrosionsputti. Elektrische. Warum springe ich hier ganz hinten? Jo! Da hinten ist noch einer, oder? Da hinten ist noch einer, ja. Den holen wir mal mit Korrosion. Komm, Kumpel. Ja! Wunderschön. Ih, das ist irgendwie voll eklig. Der Ofen, genau. Ist doch total Silent Hill hier gerade, oder? Ich hab was Silent für Hill. Geräusche machen? Wie so eine Katze, wenn man sie krault. Nein. Okay. Dann wechsle ich mal ganz fix auf meinen Brandbeschleuniger und dann haben wir es. Ja, geil. Fief. Ich lauf mal von draußen kommen wieder welche. Das sind nur die Fliegedinger. Ja, die kann man ja auch. Da ist noch einer! Nein, ich brauche die 3. Das hier. Burn, burn, burn! Brenn! Brenn! Kumpel, brenn! So brenne er doch. Brennt er? Ja, brennt! Geil. Yay! Supi-dupi. Okay, sollen wir zurück?
Ja. Jetzt frage ich mich aber, was sinnvoller ist, ob wir jetzt hier unten lang gehen oder oben lang. Das ist Putten! Putten ist beim Golf, meine Fresse! Was sind denn das für Viecher hier? Nee? Das ist jetzt... Ich glaube, der ist mir jetzt gerade mal ziemlich egal. Den treffe ich eh nicht. Ich kann ja mit meiner F bestimmt... Ich sehe ihn gar nicht. Ah! Scheiße! Bist du runtergefallen? Ja, ich habe gedacht, ich krieg den mit Nahkampf und dann chargt sie da einfach mal ran. Und nee, dann war vorbei. Ich will kurz einkaufen gehen. Ja. Und verkaufen. So, okay, warte mal. Dann kann ich das ja mal eben durchtauschen. Kann man den Endgegner eigentlich nochmal machen? Sag mal! Aber wenn man einmal trifft, dann ist vorbei. Ich sehe gerade mal, seine Mutter ist ja auch hier. Die Mütter, die Kinder haben, Alter. Wie ich einfach kein Geld mehr für Rockets habe, das ist voll fies. Ende. Und nu, ja komm, da kommen immer mehr Gegner. Ich glaube, wir sollten einfach hier raus. Ja. Die hören sonst niemals auf. Hat er da irgendwie so eine... Ja, wir können von oben da rein oder von unten? Von unten müssen wir nochmal das... Ich weiß nicht, ob man von der anderen Seite durch diese Barriere kommt, deswegen... Das weiß ich auch nicht. Gehen wir mal lieber von oben und gehen auf Nummer sicher. Okay, durchrallen. Dennoch habe ich das Gefühl, dass wir gar nicht mehr so gut leveln. Das stimmt. Ja gut, die Gegner sind auch ein bisschen weiter unter uns. Aber man könnte uns doch mal ein bisschen... Das ist eigentlich nicht schlecht, ne? Aber dafür habe ich kein Geld. Gehst du kaputt? All of the maneuvers. Sus. Wäre schon mal das Geschütze weg. Beobachtungsdeck. Was beobachtet man denn hier? Hier sind Items, die wir auflegen können. Hier hast du was kaputt gemacht, ja? Ja. Gut. Sonst hätte ich gedacht, dass sie das noch gespeichert haben vom letzten Mal, als wir hier waren. Nein, da sind locker flockig die alten Gegner wieder. Moin, Kumpels. Natürlich. Alles klar? Warum einmal fletschen, wenn es zweimal geht? Ja, fletschen! Ich mag fletschen eigentlich. Ich mag Borderlands. Ich weiß nicht warum. Auch wenn es sehr repetitiv ist, aber irgendwas kaputtballern und richtig lustig sein ist cool. Ich hatte nur irgendwann keinen Bock mehr auf Borderlands 2, weil ich weiß nicht, ob ich nicht genug Waffen hatte oder verskillt hatte, aber immer... Ich hatte so einen Gunsurker und ich habe da irgendwann gar nichts mehr umgebracht. Und dann hatte ich keine Lust mehr. Ich war einfach zu schlecht. Sehen wir die Tatsachen ins Auge. Ich hätte gern wieder meinen Macromancer. Na, komm schon. Ich glaube, das war auch tatsächlich das einzige Mal, dass ich mir noch ein DLC gekauft habe. Für den Macromancer? Ja. Geil. Na, den habe ich ja noch nicht gespielt, weil ich bisher nur das Originalspiel hatte. Als das rauskam, im gleichen Jahr, hatte ich mir das, glaube ich, beim Steam Winter Sale gekauft. Wir hatten uns einen, 4-Player-Dings gekauft, ein 4-Pack. Ah! Und dann für die Katzen noch den DLC. Aber durchgespielt hat es es nicht, ne? Mm-mm. Das ist ja schön, dann haben wir ja unsere Borderlands-Durchspiel-Jungfräulichkeit hier beide abgelegt. Yep, yep, yep. Geil. Sag mal. Geht zu zweit doch deutlich einfacher. Na! Tot. Tot. Und macht auch zu zweit mehr Spaß, finde ich. Das ist ja auch darauf ausgelegt. Hui! Furzattacke! Wobei ich Borderlands 2 auch immer nett fand, um einfach irgendwelche Aggressionen abzubauen. Das stimmt. Gegen Jackie zum Beispiel. Oder gegen andere Leute aus dem realen Leben. Nein, das ist schon Psycho, das darf man nicht. Lebt der noch? Hallo? Womit schießt du denn da? Sind das Explosionsmunitionen oder was? Weiß ich nicht. Der Platz, das, wenn er aufkommt.
Weiß ich nicht. Okay, schieß mal. Ah, schießen. Schieß mich mal ab. Nö. Mach gar nichts. Was hast du denn? Ja, das sah so aus, als wenn du die alle hier explodieren lässt. Ah! Das war ja die Geschichte hier wieder. Bitte, bitte nicht aufgehen, du doofes Ding da in der Mitte. Danke. Kommst du aber normalerweise trotzdem durch. Mich hat's vorhin auch fast aufgehalten. Vielleicht wurde ich da einfach nur nervös. Das kann auch sein. Ach, jetzt bin ich hier gelandet. Warum denn? Ah. Nein. Ist doch richtig. Ja, aber hier hinter den Steinen. Ich hätte jetzt so gerne Sardellen. Mach doch. Jetzt ist er tot. Ach. Das war weird. Sandbe. Erleuchtung zu erlangen. Ja, haben wir. Hat er Erleuchtung? Bestimmt. Jo. Och, das ist schön. Wir haben so einen Claptrap glücklich gemacht. Ja, der ist ja auch noch cool. Ja. Das ist okay. Nicht okay. Die blöden Claptraps, aber der ist wir okay. Wir haben noch zwei Missionen. Eine heißt Weidmanns Heil, da freue ich mich ja schon richtig drauf. Und ein außerirdisches Arschtrittparadies. Also das guck mal da. Link bei, ist gut. Jetzt habe ich nichts gekriegt. Dann sind wir quitt. Okay. Ich habe jetzt gerade aber auch nichts gekriegt. Naja. Er gibt uns jetzt nichts mehr, ne? Ich will aber noch was. So, sollen wir oben raus? Dann müssen wir den ganzen Blödsinn da unten nicht machen. Ich habe hier keinerlei Orientierung. Ich laufe dir einfach nach. Nein! Scheiße. Aha. Kannst du dich noch daran erinnern, wo ich letztes Mal hier in diesem Zwischenraum gefangen war? Mhm. Das war merkwürdig. Was hast du da eigentlich für ein riesiges Trommelmagazin? Na, oh Gott, Hilfe. Ich glaube, wir müssen jetzt hier lang. Hier. Woo! Wart, wo springst du denn lang? Da noch. Zu Hause. Hi. Vielleicht kriegt man auch nur keine Punkte für die, die schon mal abgeschossen wurden. Warte mal, das hier habe ich auch schon mal. Ja, zählt auch nicht. Keine Ahnung. Nee. Dann können die zumindest mal andersfarbig sein. Ja, oder halt verschwinden. Ja, noch besser. Gut, hier war doch ein Schnellreisesystem, oder? Müsste. Ja. Dann möchte ich trotz allem nochmal nach Concordia, um ein paar Moonstones auszugeben. Wärst du dabei? Klar. Geil. Auch wenn wir das gesagt haben, mit dem Sauerstoff ist das jetzt nicht so cool immer. Ich find's doch ganz geil, wenn man hier so in der Schwerelosigkeit ein bisschen rumgleiten kann. Ja, es ist halt was anderes. Ich hätte nur gerne länger Sauerstoff. Ja, das stimmt. Okay, Moonstone. Hier ist doch eine Quest. Besteste Geschichte aller Zeiten. Das ist ein außerirdisches Arschtrittparadies. Du erzählst Geschichten. Ich will eine hören. Welche willst du hören? Den Tod von Nox? Den Untergang von New Hay? Oh, vergiss es. Ich habe eine Batterie. Erzähl mir von einem Raid-Boss. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Was heißt das, du? Wie kannst du nicht? Shh, Baby, shh, shh, shh. Deine große Schwester regelt das. Dann begaben sich Athena und ihre drei Gefährten zum Kern des Mondes. Muss es mit Gefährten sein? Kann ich das nicht alleine machen? Nicht, wenn du überleben willst. Oder wenn du eine voll kaputte Beutekombi gefunden hast und dem Econet damit angeben willst. Ah, Hilfe. War die Tante da, die Kleine, eigentlich hier dieser Macromancer? Oder habe ich das jetzt falsch? Nein. Dann ist sehr gut. Okay. Ich wollte gerade mal gucken, ob ich noch eine neue Skin-Anpassung habe. Tolero grün. Ah. Warum immer nur grün? Mann.
Jetzt habe ich auch diesen Elysier-Kopf. Aber den will ich nicht. Man kann den Rucksack doch noch weiter upgraden, wenn man das Spiel durchgespielt hat. Das finde ich schön! Okay. Aber bevor wir die andere Mission machen, würde ich sagen, machen wir erstmal Weidmanns Hall, weil das besteste Geschichte aller Zeiten klingt so wie ein schöner Abschluss von dem Let's Play, oder? Ach, soll es das werden? Ja. Oder willst du nicht? Doch, läuft. Ich meine, es ist die besteste Geschichte aller Zeiten. Die allerbesteste. Oh ja. Wenn ich jetzt Rockets voll, seit wann das denn? Ja, okay, ich mache mich mal nochmal fancy hier. Nee, so. Rolle. Tja, dann machen wir wohl morgen einen auf Jäger. Geil. Und dann wird gerallt. Und dann gibt's noch mal eine Kanne, nee, eine Tasse schwarzen Tee. Hier. Oh ja, Schmackofatz, Leute. Also, bis morgen dann. Bis dann.